Das Gleichgewicht in unserem Darm ist von größter Bedeutung. Zum Beispiel Symptome, die auf deinen Darm zurückzuführen sind oder sein können, sind Unwohlsein, Abgeschlagenheit, Verdauungsprobleme, Gewichtsprobleme, dass du das Gefühl hast, auch wenn du das eine oder das andere weglässt, reguliert sich dein Gewicht nicht richtig. Auch Müdigkeit, dass du nicht in deine Energie kommst oder zum Beispiel auch ein Blähbauch. All das sind Symptome, die auf deinen Darm hinweisen können. Und unser Darm ist unser zweites Gehirn. 80% aller Immunreaktionen laufen im Darm ab. Und nicht nur was die Energiegewinnung, sondern auch was die Verstoffwechselung von unterschiedlichen Lebensmitteln betrifft, ist unser Darm von immenser Bedeutung. Natürlich unterliegt der Darm unterschiedlichen Einflussfaktoren. Das kann einmal sein, dass dein Lebensstil sehr unausgewogen ist oder deine Ernährung nicht passt. Auf der anderen Seite aber auch, dass Medikamente oder Nahrungsergänzungen irgendwie falsch dosiert sind oder natürlich Medikamente über ihre Nebenwirkungen nochmal einen deutlichen Einfluss auf deinen Darm haben. Zum Beispiel auch Antibiotika soll ja auch Bakterien abtöten, aber Antibiotika wirkt immer generell. Das bedeutet, auch deine Darmflora bzw. deine Darmbakterien werden natürlich mit Antibiotikaeinnahme zerstört. Hinzu kommen natürlich auch Erkrankungen oder Infektionen, die sich negativ auf deinen Darm auswirken können und damit die Vitalität insgesamt auch der Verdauung stören können und mögliche Symptome nach sich ziehen. Wie kannst du nun ganz genau erkennen, ob dein Darm wirklich für die am Anfang genannten Symptome zuständig ist bzw. darauf zurückzuführen ist, dass es Schwierigkeiten in deiner Verdauung bzw. in dem Bakterienmilieu in deinem Darm gibt? Die Darmflora setzt sich nämlich aus verschiedensten Bakterienkulturen zusammen und da ist das Verhältnis meistens sehr entscheidend, dass zum Beispiel du nicht mit einem Blähbauch reagierst oder dass du genügend Energie aufnehmen kannst und die einzelnen Nahrungsmittel gut aufspalten kannst und maximale Energie daraus ziehen kannst. Und das kann ein Darmtest, wie du es beim Arzt kennst, da werden Bakterienkulturen angelegt. Allerdings gibt es noch eine deutlich bessere Variante. Diese arbeitet mit höchster Genauigkeit, was dein Mikrobiom im Darm betrifft und kann jede einzelne Bakterienkultur so aufschlüsseln, dass du innerhalb eines vielseitigen Berichtes darüber informiert wirst. Und das geht relativ einfach. Du bekommst eine Probe zugeschickt, wo alles ganz genau haarklein erklärt ist und deine bakterielle Besiedlung des Darms ganz genau untersucht wird. Du anhand dessen dann genau die unterschiedlichen Kulturen aufgelistet bekommst, wofür sie gut sind und wie die Norm ist, bei gleichem Alter, gleichem Gewicht ist und wie es dann bei dir bestellt ist und wo vielleicht auch Mängel auszugleichen sind, sei es was deine Nahrungsmittel betrifft und dementsprechend auch die Wirkung auf dein Mikrobiom und den bakteriellen Status deines Darms. Anhand dieses Tests bist du dann ganz genau informiert, wie dein Darm so aufgestellt ist und kannst gezielt Verbesserungen einläuten. Das bedeutet, dass Verdauungsregulation passiert, dass Stuhlunregelmäßigkeiten, Verdauungsschwierigkeiten reduziert werden können, dass du auch gleichzeitig vielleicht besser Gewicht abnehmen kannst und weißt, welches Lebensmittel vielleicht auch besser zu dir passt oder wovon du mehr oder weniger essen solltest. Hinzu kommen sinnvolle Tipps, was Ernährung betrifft, in der Kombination, welche Lebensmittel dir vielleicht genügend Nährstoffe von dem einen oder von dem anderen Bakterientyp letztendlich geben. Genauso wie die Verbesserung oder Linderung von Blähbauchbeschwerden, Verstopfungs- oder Durchfallbeschwerden. Das kann sogar bis zur Reduktion von allergischen Reaktionen führen oder auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten können gelindert werden. Das sind alles Möglichkeiten, die über diesen einfachen Darmtest geleistet werden können. Und wir verlinken dir hier unten in unserem Video nochmal einen Code, womit du sogar 5 Euro sparen kannst. Und das geht alles von zu Hause. Das heißt, du hast keine Schwierigkeiten, wo du Termine machen musst oder sonstiges, sondern es kommt alles direkt nach Hause. Der Test wird dir zugeschickt, du schickst es zurück. Es dauert ungefähr 14 Tage, bis du die Auswertung per Mail bekommst und du dementsprechend dann darauf reagieren kannst. Wir hoffen, dir hat das Video gefallen und du kannst ab heute deinem Darm noch mal etwas näher kommen, noch mehr über ihn erfahren, über die unterschiedliche Bakterienzusammensetzung erfahren, was äußerst spannend ist, wie ich finde, und dahingehend noch mal dein Lifestyle optimieren, deine Ernährung optimieren. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video gerne einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal, denn dann sehen wir uns bestimmt auch schon wieder im nächsten Video.